Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015 im LPT mit dem Randy Sachsen-Netzplayer Hallöle. und dem Click Mick. Hallo. Hey, how easy go. Was läuft jetzt eigentlich hier gerade? Was machen wir jetzt noch? Also ich hab Wetten, dass noch nebenbei im Fernsehen, du. Biggie macht immer die Gespräch. Traktoren nicht aus. Und die Drescher Ja, auch weil nicht. jetzt gerade ich hier ihn gefunden habe, da auch nicht aus war. Die sind alle aus, bloß wird halt nicht richtig synchronisiert. Das Haben stimmt wir so nicht. Jede jede sehen Woche wir das nicht Problem. aus. Wenn sie Den aus bin ich nicht sind. gefahren. Moment, wenn sie aus sind, dann. Dann sind sie aus, ja. Ne, warte mal, wie rum waren das jetzt? Wenn sie. Wenn ich ihn. Den Zahl mit Sieg, Wenn du den ihn Zahl von anlässt, wird er Zahl. mir immer nicht als angezeigt, sondern als aus, weil er bei mir eigentlich noch aus gewesen wäre und so. Na, vielleicht war das auch gefixt. Gut, egal. Muss jetzt noch irgendwas abgeholt werden. Wo sind jetzt die neuen Geräte? Ja, da Will auch waren was die machen. wohl zuerst erwartet beim Händler. Ja, also fahr ich jetzt zum Händler, ja? Das ist jetzt der Händler. Okay. Das klingt doch mal nach einem Plan. Dann nehme ich aber. Muss ich den Front, mit dem Frontlader kommen? Hallo? Hi. Ja. Ja, du kannst den New Holland nehmen, aber da hau hinten das Gewicht ab, weil Ein dann hast du einfaches Ja oder Anhänger. Nein? Nimm ich halt, ja. So. Und ich sollte das Gewicht abmachen, Randy? Sollst du das Gewicht abmachen, weil du dann hinten den Hänger anhängst und halt Alles vorne klar, die Randy. Rundballengabel. Alles klar, Randy. Bring mir bitte noch ein Hippo-Eis mit. So, und den Gold. Was? Hippo-Eis. Okay. Die Pferde-Eis. Richtig. Wieso sind diese Geräte nur alle so dermaßen krass Oh. dumm? Oh, gerne mal. Wenn, weiter runternehmen, nämlich auch nehmen. Haben wir 80.000 nochmal. Schön, Was ich wollen sie überprüfe, zahlen, was die es. Säcke? 808, ja, im Atlant. 800, 35 mal 1,5 für 24 Stunden. Naja, der normale Preis Nee, liegt bei 500. 835 ist der Preis. Ach, ist der Preis. Ja, Also, sonst, Messer wir brauchen kriegst nicht du gar nicht. raus. 60.000 circa Wo war kriegst du jetzt der raus. Händler? Da, wo die Körbchen sind. Am Getreide Werner vorbeiblasen. Moment. Ach, Getreide Werner ist gleich hier vorne, ne? Ja, ist gleich über uns. Da, wo die Na, Körbchen schaffst du sind. es weg? Ja, kann ich machen. Verkaufen kann ich auf Ach so, da Spillermaschinen. in der Stadt drin, ne? Ja. So, ich komme. Oh, da ist schon die Ballenpresse. Du hast ja schon Ballen gepresst. Richtig. Stopp. Wir wollen ja effektiv sein, ne? Erkennt doch nichts. Die ist ja wirklich mini, ey. Diese Rundballenpresse. Cool. Ehe die Mod-Hub drin ist, die ist glaube ich noch kleiner. Ja. Aber die ist so günstiger. Ja, das bringt aber nichts, wenn du 10.000 solche Mini-Rutscher hast. Verratlich dabei. Und das ist aber ein großer Anhänger. So, warte, wenn du dann gleich da bist, gebe ich dir auch noch die Gabel. Was? Gibt es da nicht so eine Zange? Ja, die Zange soll er ja holen. Ja, hat er nicht. Klar. Das ist nicht die Zange. Das, Mann. was die Zange ist, das ist aber nicht für Rundballen. Doch. Nee, Was das ist ist denn eine das? Silageballenzange. Ja, das sind auch Ballen. Also Randy, ein Rundballen ist ein Rundballen, egal aus was er Ja, das besteht. schön, steht aber Rundballengürtel da. Wo steht das Aber von da? mir aus kriegst du auch eine Rundballenzange, von mir Ich möchte aus. einfach eine Silageballenzange. Das wäre nämlich die korrekte Bezeichnung dafür. Toll. Verfehl. Mensch, wenn nicht, läuft's mit den Poten auf. Ich. Ist das nicht? Bitteschön. Huch, ausgestiegen. Ach, da hinten. Genau, so habe ich mir das vorgestellt.
Weil das Problem ist, wenn die Ballen nämlich mal umfallen, kannst du die mal mit dieser normalen Ballenzange, Rundballenzange immer meistens irgendwie nicht wieder so richtig aufnehmen. Ach, da oben hängt er den anderen. Ne? Interessant. Gut, dann geht's zurück. Boah, das ist ein Geschlenker hier, ey. Das ist nicht normal. Aber ich werde nichts sagen, aber ich glaube, der New Holland zieht davon nichts mehr, wenn da Ballen drauf sind. Richtig. Nee, sind ja auch noch. Du kannst ja auch nicht so losrasen. Das wird da nicht fixiert. Gar nicht? Glaube ich nicht. Du kannst die maximal vielleicht zwei hochstellen. Ach so, nee, warte mal, wenn die klicke, das ist wirklich doof mit den Ballen. Die liegen ja jetzt so. Die Zange ist eigentlich dafür da, wenn die stehen. So liegen die. Wenn der die hinten rausschmeißt, stehen die doch aufrecht da. Nee. Dann schmeißt er die jedes Mal um, oder was? Bei mir stehen die aufrecht da, ich weiß nicht, was er hat. Ja, aber die Zange ist dafür, wenn die quasi liegen, in dem Sinne. Wenn du nee, die mit dem Ball steckst. Die Zange von oben runter. Nach vorne, ganz runter klappen und dann so packen. Das wird nicht schon. Das... So ist das gedacht. Ach so. Ah, okay. Danke. Hast du nochmal Glück gehabt? Kein Problem, brauch nur, wenn du was wissen willst. Mach ich wieder. Ah. Okay. Ich glaube, ich sehe schon das nächste Problem. Du kommst nicht mit den allgemeinisch so hoch, ne? Jetzt gucken, ob ich die dann noch auf dem Anhänger geladen bekomme. Auf dem Anhänger kannst du dann flach einfach die runden Ballen als Zange nehmen können. Nee, wir machen das schon, weil die keine Angst. Bleib noch ruhig. Stimuliert die Zuschauer. Wir wollen doch die Zuschauer ein bisschen stimulieren. Lass die Eltern haben. Aber eigentlich ist es ja dazu da, die... Meinst du, ich sollte die jetzt hochkant da draufstellen? Nö, flach. Kannst du auch flach drauflegen, kannst du sie besser runternehmen am Ende wieder. Also so hier quasi. Also hier draufstellen. Nö, du kannst ja auch so flach hinlegen, so. Hup. Also flach, hochkant stellen, was ist denn jetzt hier, wie, komm da einfach mal her, verdammt nochmal. Komm, switch mal in den Holland, so, lass mich mal hier rein. Ja, so wie der... So, ja, so meinst du es. Das ist bei genau, mir, so. Das bei mir hinstellen. Ja, so, und jetzt so einfach dann so runter, schlüpf. Genau. Ich würde sagen, da haben die größte Fläche und halten am besten. Könnte also passieren. Haben die größere Auflagefläche beim Stehen halt. Ja. Ob das hier einen Unterschied macht, das weiß ich. Du, was er kennt, mit Reibwert. 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 Da hat er mal Giants, habt ihr den Reibwert richtig eingestellt? Was? Das ist alles kacke. Also die werden dir sagen, was Reibwert. Wir haben den nächsten DLC, haben wir schon fertig, ja? Ein Reibwert-DLC. Naja, egal. Geht nicht? Naja, geht ein bisschen blöd. Also die andere Zange wäre besser. War noch früher, ne? Was? Plus 1. Rundballengabel oder was? Ja, ne, diese 3-Punkt-Scheiße. Ich fahr die mal zum Hof. Kauf mal die andere, ich fahr die mal zum Hof. Die Geld verschwinden. Ach, tja, auf hier rumzuheulen. Hättest du nicht wieder verkauft, hätten wir sie noch. Ja, du Klon, ich sollte sie verkaufen. Ich habe nicht gesagt verkauf, ich habe gesagt kauf die andere. Ja, ja, komm. Weißt du, dein Rein interpretieren immer. Ja, ja, du interpretierst du bald. Was denn? Ah, vieles, auch nichts Gutes. Was denn? Dein Ruhigen Beispiel, auf Beethovens 9. an. Was? Du willst Beethovens 9. anmachen. Mach gleich mal deine Mutter an, Junge. Ja, 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 die ist schon an, die wartet schon die ganze Zeit auf dich. Mhm. Ja.
Aber mehr wie ein paar Bilder von dir senden kann ich ja nicht. Das reicht den meisten Frauen. Sind sie schon nicht. Komplett befriedigt. Stimuliert. Stimuliert. Hat er erstmal nachgefragt, wie alt du bist, wo ich das Alter gesagt hatte, war er schockiert. Na, weil ich so jung aussehe. So, beim Alter kommt noch im Amthaus. Naja. Weil ich so jung aussehe. So jung, so knackig. So knackig. Wie eine frische Bubu. Kenne die schon 8 Stunden im Wasser liegt. Können wir mal diese scheiß Drive Control wieder rausmachen? Geht mir auf den Sack hier. Mit Vorwärts und Rückwärts. Da war noch Leertaste drin. Ja, aber trotzdem. Links neben der Leertaste. Ehrlich? Jetzt weiß ich endlich, wie man zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang umschaltet. Danke, dass du mir das erzählt hast. Kein Problem. Ich weiß ja, dass du nicht so weit auf dem neuesten Stand bist. Nee, ich bin auf der Wurstzuppe hergeschwommen damals. Ich weiß überhaupt, dass da noch Suppe drin war. Nicht nur Wurst, gell? Aber die ersten, so die ein paar Frauen haben auch schon mal zu mir gesagt, du bestehst ja nur aus Wurst. Und sag Xavier, wenn ich nein tue, gell? Weißt du Bescheid? Am Übrigens liegen die Zuschauer fanden deine Interpretation von Bongo-Musik auch sehr. Von was? Von Bongo-Musik. Was von. Hä? Wir hatten im ETS2 eine Diskussion, Klicke seine Bundzeit und halt Trainingsgedöns und halt alles wegen Auslandseinsätze. Ich meine, da wurde halt eine Führung durchgespielt und das wurde halt alles sehr realistisch nachempfunden. Und da haben sie halt ein bisschen Bongo-Musik abgespielt. Aha. Was dann halt eine gute Umschreibung für diese Terrormucke war und das haben wir halt mal Bongo-Musik genannt. Mhm. Ich hab's ja versucht nachzumachen, aber es ist so schwer. Ja, ist dir sehr gut gelungen, ja. Sag mal, irgendwie bin ich doch jetzt. Ach so, ich muss dann durchpieksen durch die Ballen. Ja, Bongo eigentlich nur unten rum, oder? Nee. Du hast zum Pieksen gedacht, oder? Das ist so komisch viereckig alles. Ach so, du kannst die enger. Ach so, okay, alles klar. Du kannst die enger machen für größere Ballen oder kleinere Ballen. Das ist gut. Ach ja. Dann sag mal auf der Welt, ja. Oh, mir geht das mit dem Vorwärts- und Rückwärtsschalten voll auf den Sack gerade hier. Beim Ballen aufladen ist das echt b. Also kannst ist du wirklich ausschalten? Wie? Da ja, hat's nicht Leertaste Konsole. Drücken. Was? Lange Leertaste drücken. Ey, cool. Ehrlich jetzt? Geht. Ja. Danke. War nur, wenn du was wissen willst. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Randy, machst du mal hier in diesen Drescher rein und verkaufst mal das Schneidwerk und den Drescher Play. Ich finde, Randy sollte viel mehr fragen. Soll nicht mehr fragen. Nein, bitte nicht. Flutscher durch. Warte, ich komme gleich. Ja, nee, ich fahre natürlich mit den anderen. Dann kannst du mal gucken, ich habe den Mais komplett verkauft jetzt. Ich mach das jetzt anders. Ich setze das jetzt hier so an. So. Und dann schieben wir den ein bisschen und dann machen wir das hier zu. Dann ziehen wir den Ballen hoch und dann ist er drauf. So. Dann lege ich den hier ab. Na, ich sehe gerade die Physik des Bagdewing, ja. Mit dem den du hinstellen wolltest. Ah ja. Bin ich dran, aber sauber das. Am Händler. Naja, leider. Für das große Schneidwerk brauchen wir dann wieder einen Schneidwerkswurm, ne? Das ist alles nicht schön. Für die 10 Meter, ja. Was hatte ich gesagt? Autostack, gell? Hatte ich gesagt. Hm.
Ach, da kommt das nächste. Ich verstehe trotzdem nicht so ganz, was du vorhast. Wir verkaufen den roten Kaufen. Beide Drescher verkaufen den roten Kaufen. Ach, wenn sich das, wenn sich das mit der Kohle ausgeht, von das. Rechnet's doch vorher durch. Ist ja nicht so schwer. Jetzt ist es eh zu spät. Kann nicht sein, dass wir jetzt die beiden Drescher verkauft haben und halt die es nicht reichen, halt keine Drescher mehr haben, aber das ist halt das Risiko. Jetzt müssen wir doch genug haben. Man kann es auch einfach vorher durchrechnen, aber das ist zu einfach. Obwohl, warte. Das wird einfach nur obwohl. Naja, das ist. Also für den gab es mindestens 75, 90. Es fehlen 10.000. Okay, Problem, dann kann ich noch was verkaufen, was ich finde. Hier, ja, ich hab Weizen, habt ihr das verkauft? Ja, das den Mais hat, den hab ich komplett verkauft. Weizen. Also Weizen? Weil das im Angebot war? Nee, es war Mais im Angebot. Ach, Mais war das? War noch Mais, ja. Bei Werner. Kann aber bitte mal jemand Ballen aufladen, sonst krieg ich hier. Ja, ne, dann fährst du die hier in dem Säm die Zuckerrüben oder sowas weg, dass wir auf die 10.000 kommen. Müsstest du mal rausgehen. Lass mich aber nochmal rein, bitte. Komm, ich guck. Gut, also mit dem Licht ist absolut gar keine gut. Na, jetzt ja. Mal rein. Aber du darfst doch abmoderieren, so neben, ganz nebenbei. Dann Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich im nächsten Part wieder. Bei Landwirtschaftssimulator 2015. So, Ballen aufgeladen. So, und dann eben vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut in die Videobeschreibung. Da findet ihr die Kanäle von dem Clicky und von dem Randy. Und lasst ein Däumchen da. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.